Hallo, ich bin Anne Emser. Ich bin 51 Jahre alt, lebe in Mönchengladbach. Von Haus aus bin ich Diplomkauffrau, aber schwerpunktmäßig ehrenamtlich unterwegs. Der Heute-bei-dir-Prozess ist ein synodaler Gesprächs- und Veränderungsprozess, der in der ersten Phase den Ist-Zustand in den verschiedensten Bereichen ermitteln soll. Und dazu sind die einzelnen Teilprozessgruppen gebildet worden. Ich finde den Heute-bei-dir-Prozess sehr wichtig. Kirche muss sich bewegen, auf die Menschen zugehen. Das passiert mit diesem Prozess. Außerdem finde ich es ganz wichtig bei dem Heute-bei-dir-Prozess, dass auch Ehrenamtliche gehört werden. Mir persönlich sind besonders die Themen Schule und Bildung wichtig. Ich habe lange einen Schulpflegschaftsvorsitz gemacht. Deswegen habe ich mich auch für die Teilprozessgruppe Schule als Ort von Kirche angemeldet und habe mich auch gefreut, dass ich dort aufgenommen worden bin oder mitmachen darf. Wir haben bisher sehr gut in der Teilprozessgruppe gearbeitet. Bei unseren Treffen haben wir immer ein sehr schönes Klima, eine gute Arbeitsatmosphäre und arbeiten sehr konstruktiv an den Themen. Wir finden es sehr gut, dass der Bischof gesagt hat, Inhalte vor Strukturen, und wir hoffen, dass sich das auch so umsetzen lässt. Glaube und Kirche sind in meinem Leben sehr wichtig. Ich habe als Jugendliche sehr aktiv in meiner Gemeinde mitgearbeitet, früh angefangen, mich für Kirche zu engagieren und bin jetzt auch wieder seit vielen Jahren aktiv. Unter anderem bin ich seit dem vergangenen Herbst Vorstandsvorsitzende der Katholischen Elternschaft Deutschland für das Bistum Aachen. Des Weiteren engagiere ich mich einmal in der Woche ehrenamtlich in der Hausaufgabenhilfe in einer Grundschule in Mönchengladbach im sozialen Brennpunkt, helfe da in der OGATA den Kindern beim Einmaleins und beim Lesen und Schreiben und solchen Dingen. Und das macht mir sehr viel Freude. Ich wünsche mir eine Kirche, in der das Ehrenamt gewertschätzt wird und wir auf Augenhöhe arbeiten. Denn ich bin der Meinung, Kirche kann ohne Ehrenamt nicht mehr existieren auf Zukunft. Die Kirche muss sich der Wirklichkeit stellen, und meiner Meinung nach tut sie das, sprich das Bistum Aachen tut das in diesem Prozess heute bei dir. Das finde ich ganz wichtig, und da setze ich meine Hoffnungen auch bei dem Heute-bei-dir-Prozess drauf.